Gut, wir gehen rein. Australien steht an. Australien. Oh, nee, das war letztes Wochenende. Japan steht an. Diesmal zum ersten Mal am Anfang der Saison, sonst ja immer am Ende. Bevor wir ins Rennwochenende gehen, gucken wir uns natürlich noch die Spezies an. Oh, die beiden sind nicht da. Schade, aber dem wären wir sonst Level abgegangen. Aber der Triebwerksberater ist am Start. So, benutzen wir das Rennwochenende in den ES-Modus und in den ES-Modus überholen für 35 Sekunden. Das können wir easy hin. Diesem Qualifying besser ab als das andere Teammitglied. Beinhaltet Sprint-Qualifying. Ja, Sprint-Qualifying haben wir keins. Aber was natürlich hier deutlich einfacher ist, ist der ERS-Modus überholen für 35 Sekunden. Das ist halt easy. Planung für die Materialherstellung ist auch mit dabei. Schließe 5 Runden während des Rennwochenendes ohne Strafen oder Verwarnungen ab. Oder schließe 5 Runden in Trainingssessions ab. In- und Outlap ausgeschlossen. Das ist eigentlich absolut Jacke wie Hose. 5 Runden in Trainingssessions kriegen wir auch hin. Immer das hier. Für die Qualitätssicherheit. Erhalte werden das ganze Rennen nicht mehr als 3 Strafen. Gehst im Training eine Runde mit mindestens 2 Reifensätzen ab. Eine Runde mit mindestens 2 Reifensätzen. Also mit 2 unterschiedlichen. Also soll ich einfach nur mit 2 unterschiedlichen Reifensätzen raus? Wie kann ich sonst auf einer Runde mit 2 unterschiedlichen Reifensätzen fahren? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Wir nehmen einfach das hier. Wir werden nicht mehr als 3 Strafen kassieren. Obwohl, das ist ja leider erst ganz am Ende, aber okay. Ach Mensch, mein Stream-Verschall ist mal da. Spätestens jetzt funktioniert auch der Chat. Und Strategieanalyst. Lies eine gefahrene Runde in 2 verschiedenen Sessions ab. Oder perfektioniere das Rennstrategietrainingsprogramm. Oder nehmen wir eine Runde in 2 verschiedenen Sessions. Die Ziele sind noch nicht allzu schwer. Alle gesetzt. Wir können nicht skillen, weil wir aktuell noch 7 Tage auf die Zündanlage warten. Sonst der Motor. Ja. Er muss halt für Japan eigentlich noch halten, ne? Danach werden wir wahrscheinlich einen neuen anfahren. Wir gehen erstmal sonst Rennwochenende. KI ist auf 85 hochgestellt. Nachdem die 80 für Melbourne-Verhältnisse immer noch zu schnell war. Immer noch zu schwach war. Mal jetzt mal hier nach. So. Wettervorhersage ist trocken. Gut. Kein Regen. Der Saison bis jetzt. Rein ins erste Training. Mit Strategie, Streckenabfertigung, Qualitempo. Okidoki. Suzuka ist ein Klassiker. Eine alte Motorsport-Hochburg. Und ein Ort, an dem schon so viele Champions gekrönt wurden. Beginnen wir also das Wochenende. Es ist Training in Japan. So ist es. Es regnet. Wird es denn die ganze Zeit durchregnen? Frage. Okay. Wir haben den nächsten Bug. Nach dem DNF-Bug haben wir auch wieder den Wetter-Bug. Dass das Wetter sich hier beim Durchskippen halt einfach nicht ändert auf die einzelnen Sessions. Das ist jetzt der zweite von 2 Bugs, die sich durch die letzten Spiele durchziehen. Ach ja, ich weiß auch nicht, wir müssen es mal richtig aufschreiben. Wenn man am Ende vom Spiel dann begutachten kann, was für eine Scheiße man hier eigentlich zusammen programmiert hat. Jetzt wollen wir mal gucken. In 40 Minuten. Ende wird es nochmal trocken. Gut, dann müssen wir halt Training 2 auch raus. Können wir jetzt aber erstmal ein Setup zusammenbauen. 25, 25 ist es voreingestellte.
So. Nice, okay, die Setups sind alle recht eindeutig. Setups sind alle recht eindeutig aufgebaut. Mal was Gutes. Schon mal, um wahrscheinlich ein falsches Setup zu treffen. Die 4. Hau ab. Reifen sind wieder Maximum aufgepumpt. Okay. Das kann ich mir vorstellen, ist auch noch nicht richtig so. Okay, gut, ein Setup haben wir erstmal. Dann wollen wir ein bisschen nach vorne skippen. Rennstrategie, Akklimatisierung, Quali-Tempo. Gucken wir mal, wann es trocken wird und was wir noch fahren können. Wir müssen zumindest vielleicht die Akklimatisierung fahren, weil der Harzsatz danach halt verschwindet. Oder wir müssten gleich auf dem Softsatz fahren. Minuten trocken, okay. 5 Minuten trocken, dann werden wir doch wahrscheinlich noch genug Zeit bekommen. Oder immer noch 83%ige Regenwahrscheinlichkeit steht. Oder ist das Nässe auf der Strecke? Das könnte ja sein, dass es einfach Nässe auf der Strecke ist. Dauert immer noch Regen runter tatsächlich. Immer noch alle mit draußen. Zeit leider wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu knapp. Sollte aber auch eigentlich schon lange trocken sein. Also auf das Wetter kann man sich überhaupt nicht verlassen. Schon wieder. Naja, aber das regnet immer noch zu stark. Na gut, dann die nächste Session. Ja, dann machen wir das ganze Training 2. Müssen wir dann auf den Softsatz rausgehen, weil wir halt den Hardsatz dann nicht mehr haben. Na gut. Ist es trocken?
Also 24%ige Regenwahrscheinlichkeit. Erst in allen Zonen, 5 Kurven in Folge und eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit. Da müssen wir auf dem einen, ja nicht auf dem Mediumsatz, aber auf dem Softsatz. Den Mediumsatz brauchen wir noch für die Rennstrategie. Da ist sehr wichtiger für. Dann haben wir noch 2 Softsätze fürs Qualifying-Tempo theoretisch. Also Stand jetzt. So, die Esses werden jetzt natürlich ein ganz anderes Gefühl sein. In neuen Verhältnissen. Aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt ganz okay. Um ihn da halt ein bisschen mehr Grip auf der Frontachse zu haben, ist halt wirklich nicht schlecht. Das war halt immer mein Problemteil hier. Wie uneben der Boden hier ist. Okay, das war natürlich trash. Spieler ist es trotzdem. Okay, ich muss halt echt aufpassen, dann aus der letzten Kurve raus. Also es ist halt saugefährlich. Am besten, also ich dachte schon gerade, okay, im dritten durch die letzten beiden Kurven funktioniert, aber da müssen wir quasi direkt in der vierten hochshotshiften. Weil die Kurve ist arschgefährlich. Na gut, jetzt einmal in die Rennstrategie. Okay.
weiß nicht genau, was das war. Alles klar. Are you alright? Engine off, engine off. Dreckige Reifen. Dreckige Reifen. Ich dachte, würde wieder gehen, aber scheint nicht. Gut, Training 3. Wenn das heutige Training auf etwas hin... Ich meine, so können wir natürlich auch schlecht Setup irgendwie finden, ne? Also gucken, ob Setup gut ist oder nicht. So wird das schwierig. Und was für Reifensätze habe ich denn jetzt überhaupt noch? Bei Softsätze. Ja gut, da wird jetzt halt doch die Rennstrategie auf dem Satz soft. Besser als gar keiner zu fahren. Besser als ja keiner zu fahren. Moin moin. Achso, das, was du gestern nicht mehr fahren wolltest. Neuer Tag, neues Glück, sagst du. Alter, was soll das? Was soll das? Geht das jetzt schon wieder los, oder was? Und ich bin ja nicht mal schnell, so nicht mal ansatzweise. Meine Güte, ey. Gut. Also wir sind mittlerweile in Training 3 und die einzig gute Runde war die erste in Training 1. Das war's. Seitdem haben wir keine ordentlichen Runden mehr gefahren. Gut. Das ist schon ein gutes Zeichen für das Rennwochenende. Und das Ding ist, jetzt können wir erstmal 5 Runden auf den Soft-Hero-Gurken. Wir gehen halt jetzt einfach die Reifen aus für die Programme, ne? Da zweifeln wir mal kein Quali-Programm. Ganz gerne ein paar Meter fahren. Finde ich super. Das ist doch wohl ein verschissener Scherz! Trainingsprogramm wiederholen. Ist mir zu blöd. Ist mir ganz einfach zu blöd. Wieso sind wir denn gerade eben ult? Ich habe gerade eben sogar noch gesagt, dass wir richtig clean durchgekommen sind durch den ersten Sektor.
Und jetzt schaffe ich es nicht mehr, die ersten zwei Kurven zu fahren, oder was, Alter? Wieso sind wir jetzt hier wieder nur am Rutschen, ey? Das wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich nicht ansatzweise pushen kann, weil wir nur durch die Gegend am Schlittern sind. Was soll die Scheiße denn, Alter? Nee, ganz einfach, hab ich keinen Bock drauf. Setz dich zurück, hab ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Also die Curbs in den S ist einfach nicht berühren. Das ist instant tot, wenn du den Curb berührst. Das ist halt wieder richtig Flashbacks in F1 2021. Ab 22 mit den neuen Autos konntest du, da hast du ja wirklich Grip ohne Ende, da konntest du auch die Curbs gut mitnehmen. Ist mittlerweile anscheinend wieder verboten. Ja, dann bleibt es aber tatsächlich dabei, dass ich im Sektor viel zu langsam bin, weil ich halt nicht pushen kann. Uiuiui.
Also Curbs dürfen wir überhaupt nicht mitnehmen. Nicht ansatzweise. Mein deutsches Reifen ist natürlich besser, weil die Curbs halt scheiße waren. Ist die Anzeige rot? Auf einmal. War die nicht sonst gelb? Gut, dann probieren wir das Qualifying-Tempo noch. Hier hat aber auch einer einen kleinen Ausflug mitgemacht. Echt jetzt noch verkackt zum Ende? Ja, okay, scheiß drauf, okay, ganz ehrlich. Scheiß drauf, das krieg ich halt nicht gebacken hier, weil... Letzte Schikane und letzte Kurve musst du zu vorsichtig sein, sonst schmeißt du die Karre halt durch die Gegend, also... Es geht halt nicht. Nee, können wir nicht machen, weil die Motorenabnutzung jetzt schon zu hoch ist. Ich hoffe, es ist nicht mal das 19. zu sein, angeblich. Na gut, dann nicht. Ja, gefällt mir aber absolut nicht, das Training. Gefällt mir absolut nicht, bin ich ganz ehrlich. Das war komplette Scheiße. Motor hat 40%, ja, dann muss das Rennen aber noch durchhalten. Wird zwar nicht ohne Leistungsverschleiß gehen, aber dann ist es halt so. Also ohne Leistungsverlust. Da müssen wir nicht tauschen, dann gehen wir ins Qualifying, wa? Bringen wir es hinter uns. Hoffentlich lebendig. Was für eine Unglaublichkeit. Ein herzliches Willkommen an einem Ort, der im Laufe der Jahre viele sensationelle Runden gesehen hat. Erinnert ihr euch an Verstappen 2023? Vettel 2019? Es gab einige phänomenale Pole-Runden, aber wem gelingt heute die beste? Ah. Ja, wie gesagt, Setup überhaupt nicht mehr zufrieden. Ist jetzt so, müssen wir jetzt irgendwie mitarbeiten. Okay, when you're ready. Ich weiß nicht, ob das halt viel am Setup liegt. Ich denke mal, das liegt halt mehr am... Ja, dass man die Curbs einfach nicht mehr fahren kann.
Wie gesagt, gibt halt wieder F1 21 Flashbacks. Wo das mit dem Gefällt, das sind auch schon so schlimm war, wo du auch keinen Körper rühren durftest. Na, dann schauen wir mal, wa? Das ist natürlich gerade Sektor 2 und 3 oder gerade Sektor 3 viel Topspeed. Das ist ja nicht gerade unbedingt die Stärke unseres Autos. Durch die Gegend. Ist eigentlich viel zu warm für so einen Scheiß hier, ehrlich, ey. Hinter Ricardo. Ist nicht gut. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Hinter Magnussen, hinter Joe, Alter. Wie kann es sein, dass wir von 80 auf 85 von fast das Rennen gewinnen, jetzt schon wieder zu massiv reinscheißen gehen? Ich würde da genau den Zwischenpart finden zwischen fast das Rennen gewinnen und massiv reinscheißen. Und zwar, ganz einfach irgendwas Akzeptables oder so.
Start das Teamkollege. Ja, natürlich. Okay, so their best lap time, 1 minute 31.6. Der letzte Sektor ist so dermaßen langsam. Vor allen Dingen halt auch nochmal 13. langsamer als Alex. Wie ich kann da, also... Der dritte Sektor ist nur durchtreten. Ich kann nicht noch mehr durchtreten. Gehen auf dem Zwischenstint raus, weil das reicht nicht, um weiterzukommen. Weiß ja nicht, was ich machen soll. So, ich kann halt nur das Gas ganz durchtreten und dann ja, gucken, was wird, ne? Überholmodus. Ja, aber kann ich ja nicht einsetzen. Overtake kann ich ja nicht einsetzen. Dann reicht meine Batterieleistung ja nicht bis zum Schluss. Moin moin. Also dann Hotlap ist ja so, dass es genau für die Runde ausreicht. Und wenn ich ja Overtake aktiviere, wird mir zu viel Batterie gezogen. Dann reicht es nicht mehr bis zum Schluss. So. Deswegen macht das auch nicht sonderlich viel, macht das meiner Meinung nach nicht sonderlich viel Sinn, dass es hier wieder, dass man jetzt mittlerweile wieder hier in den Overtake-Modus schalten kann im Qualifying. Da bringt mir dann auch nichts, wenn ich hier die Gerade mit Overtake durchziehe, aber dann halt ab dem Zeitpunkt hier auf nuller Batterieleistung fahre, weißt du? Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Aber das bringt dann auch leider nicht sonderlich viel. Einfach ein bisschen randomized, wann man einen Körper mitnehmen darf und wann nicht. Hab ich so das Gefühl. Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Ja, nee, das war dann gleich auch mit Qualifying 1. Wir kamen echt eine Zeit lang gut klar auf Japan. Ich denke mal, die Zeiten sind wieder vorbei.
Weil wir eben wieder in dieses F1-21er-Pattern zurückfallen, dass du nicht einen Körper berühren darfst. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Naja. Immerhin noch ein bisschen schon. Nee, aber deswegen, das macht halt nicht sonderlich viel Sinn, so. Naja. Oder vielleicht gleicht das einfach aus? Wenn ich halt mit Overtake einfach pumpe? Dann fahren wir halt die letzten, weiß ich nicht, zwei Kurven komplett ohne Batterieleistung. Vielleicht gleicht das aus, ich habe keine Ahnung. Kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen, weil ganz, so ganz ohne Leistung, ohne Batterieleistung bist du halt wirklich langsam. Ah ja. Vielleicht probieren wir einfach mal aus, weil sonst wartet das gleich hier. Aber Armin, ich kriege auch keine clean Runde hin. Also wie soll ich dann eine clean Runde im Rennen hinbekommen nachher? Ja, wir können wieder auf dem Reifensatz rausfahren. Müssen wir auch jetzt. Car repairs have set us back a little. Zeitlich unter aller Kanone. Den letzten Sektor an, echt, ey. Okay, wir sind in den letzten Sektor nicht einmal clean gefahren, ne? Wir sind da nur die eine Runde drauf gekommen und die war der Sektor halt scheiße, ne? Deswegen. 1:30, 3 Minuten, 4 Minuten raus. Finde ich alles scheiße. Ja, probieren wir das jetzt mal auf der ersten Runde mit Overtake. Meiner Meinung nach macht es nicht viel Sinn, weil, wie gesagt, du hast deine Hotlap, die ist so eingestellt, dass deine Batterieleistung genau bis zum Ende der Runde reicht. Und wenn ich da halt vorher mehr Leistung wegnehme, dann passt es halt nicht, ne? Oder wenn ich vorher mehr Leistung abrufe über Overtake, sagen wir mal so, ist halt scheiße. Ruhig uns mal aus, weil sonst sind wir hier gleich raus. Wir sind hier sowieso gleich raus, wenn ich jetzt keine kleine Runde hinbekomme. Ingenieurfunk aus. Copy. Nein, nein, das ist Bullshit. Akzeptiere ich nicht so eine Scheiße, ehrlich nicht. Weiß ich nicht, was das soll. Japan ist einfach wieder komplett undrivable. Es ist wieder komplett 2021 Japan. Das ist unnormal. Einfach schon wieder komplette Rotze, echt. Na gut, sehen wir es positiv, dann nehmen wir gleich wenigstens Grid-Strafen und neue Motorenteile. Dann haben wir Japan anscheinend doch wieder als Wegschmeißrennen. Ja, besser am Anfang der Saison als am Ende. Start und Ziel werde ich aber nicht mit Overtake pushen. Wie gesagt, das ist hier am Ende, wenn man so etwa errechnen kann, wie viel Batterieleistung einem noch bleibt. Aber bis dahin müssen wir erstmal die Runde fahren, ne? Das wird schon später noch, glaube ich.
Welche von den Anzeigen ist denn meine komplette Batterieanzeige fürs die komplette Runde? Wahrscheinlich die linke, oder die rote, denke ich mal. Gelbe. Keine Ahnung, ich pumpe jetzt einfach mal. Die gelbe kann es nicht sein, weil da hätte ich noch zu viel Batterie übrig. Jetzt habe ich es immerhin mal auf 13 hochgerettet. Irgendwie gehen die Batterien nicht an ihre Leistungsgrenze, warum auch immer. Das checke ich jetzt allerdings nicht so ganz. Raus. Naja, das Gelbe ist auch die Batterieanzeige. Was ist das Grüne dann darüber? Und wieso sind wir ultra viel langsamer? Keine Ahnung. Ist aber so von Arsch. Also das Gelbe ist die Anzeige für die aktuelle Batterieleistung. Was ist das Rote und das Grüne? Eins davon wird für die komplette Runde sein. Aber das Grüne kann es nicht sein, weil das wäre ja dann noch mehr, als wir ursprünglich haben. Muss ja dann das Rote sein. Für die komplette Runde. Die quasi auf Hot Lap voll laufen sollte, auch wenn sie jetzt irgendwie nicht voll gelaufen ist. Keine Ahnung. Ich find's schön, dass ich. Alter, der Controller, ohne Witz. EA, fixt euer Scheißspiel, ehrlich. Hat uns aber leider auch nichts gebracht, so irgendwie, ne? Kann sein, dass wir am Ende halt dann doch zu wenig hatten und das wieder runtergegangen ist. Ja, vor Alex, aber trotzdem eine Sekunde lang ist so langsam. Also halt mal kurz fest, wir haben von Schwierigkeitsgrad 80 auf 85 bei 80 fast Pole Position geholt und bei 85 sind wir in Q1 raus. Gut. Das wird wahrscheinlich so ein Ding wie in FIFA sein. Wahrscheinlich so ein Ding wie in FIFA, so. Du stellst den, bei FIFA kannst du ja die einzelnen Regler von deinen Gegnern und so verstellen, um die ein bisschen einfacher oder schwerer zu machen. Dann zum Beispiel die Antrittswertung, wenn die beim Gegner auf 49 steht, von 100 glaube ich. Wenn die beim Gegner auf 49 steht, gewinnst du das Spiel 8-0. Steht diese Antrittswertung aber auf 50, verlierst du 8-0. Das sind Gründe, warum ich keinen Bock mehr auf FIFA habe, so. Anscheinend hat EA sich jetzt gesagt, hey, nehmen wir dasselbe in F1 auch mit rein. So scheint es zumindestens. Und es ist halt einfach nur dumm. Also, ohne Witz. Wenn EA jetzt halt auch noch anfängt, F1 zu versauen, dann war das hier aber das letzte Spiel für mich. Ah ja. Ja, dann geht es immerhin schnell, ne? Aber das Thema immerhin jetzt sofort erledigt. Ich bin ehrlich, ich hätte keine Ahnung, wo ich schneller sein sollte. Ich hab keine Ahnung, keinen blassen Dunst. Wir haben voll gepusht. Alles, was ging. War nicht genug. Dann nicht.
So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt auch Getriebestrafen. Um uns einen frischen Motor und ob wir jetzt von, was weiß ich, wo wir stehen, 17 starten oder von 20, ist stärker wie Hose. Das Rennen werden wir eh wahrscheinlich nicht überleben, gehe ich nicht von aus. Es ist halt leider die Wahrheit. Wenn man halt jetzt die Runden rechnet, die wir gefahren sind und die Runden rechnet, die wir, oder die Abflüge einrechnet, die wir gemacht haben. Ja, ne? Ist schlecht. Wäre schön, wenn hier stehen würde, wie viele Gridplätze, wie Strafe wir bekommen, aber ging ja eh alle, weil wir unter Parkfamilie-Regeln sind. Daher warten wir eh ganz hinten. Wollen wir ein sechstes Getriebe? Ah komm, du könntest mitnehmen, wir starten eh von ganz hinten. Ja, kein. Gut, 27 Runden. Ich sag mal so, wäre cool, wenn wir 5 überleben. Das wäre schon heftig. Ich glaube nicht dran. Realistisch gesehen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. So ist es nicht. Lass mich gerne überraschen. Willkommen am prachtvollen Suzuka International Circuit, der nur einen Katzensprung entfernt von der Ise-Bucht wunderschön ländlich in Japan liegt. Was für Überraschungen hält der Grand Prix von Japan heute für uns? Das ist einfach so. Japan ist meine Hassstrecke seit Jahren schon. Wir befinden uns heute auf dem Suzuka Circuit, südwestlich der Stadt Nagoya, die einzige Strecke im Kalender in der Form einer 8. Rundenlänge 5,79 Kilometer, 18 Kurven und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 218 Stundenkilometern. Mit offenem DRS kann man am Ende von Start und Ziel in Kurve 1 überholen. Aber die beste Möglichkeit für eine Attacke auf den Vordermann ist vermutlich ausgangs der 130R-Kurve, die Zufahrt auf die letzte Schikane. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Mensch, Norris, Max mit der 14. Pole. Perez, Alonso ist Sainz, vorne dabei. Wo ist Oscar der? Piastri, Hamilton, Stroll, Fernando Alonso, Tsunoda, Alonso, Anna, Strafe Gasly, auf 9, okay. Ricardo, Russell, Bottas, Joe, Ocon, ein Williams, Albon, oh, wir sind wieder auf 17 Magnussen hoch. Und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Moment mal. Und neben mir sitzt ein Mann, über dessen Besuch in der Kommentatorenkabine ich glaube, die Strafen wurden nicht übertragen. Stefan Römer. Ich weiß, was wir vor dem Start des Rennens machen, aber wie sieht es bei denen aus, die das Rennen fahren werden? Wie verbringen sie die Stunden davor? Es gibt bestimmte Rituale, die man vor dem Rennen durchführt. Einige haben ihre Kopfhörer auf, sie hören Musik. Manche saugen die Energie des Publikums regelrecht auf und winken ihm zu. Andere gehen in sich, unterhalten sich mit ihren Ingenieuren, nehmen die Informationen auf, die man für das Rennen braucht. Und diese Rituale vor dem Rennen sind wichtig, um die Dinge gezielt zu gestalten. Wir fahren viele Grand Prix in einer Saison und je mehr System man hat, desto leichter fällt es einem. Je gezielter man vorgeht, desto leichter fällt es einem in diesem Umfeld. Ich glaube, wir starten auf 17, ne? Ja, nee, wenn wir pushen, dann Curb, Wand, tot. Wie gesagt, es werden noch Wetten angenommen, in welcher Runde wir abnippeln. Ab Runde 1 ist alles offen. Ja, nein. Nicht mit der Rutscherei, die wir gerade eben hatten. Okay, ich bin mal jetzt gespannt. Unsere Strafen wurden nicht aktiviert. Wir stehen immer noch auf 17. Mal gucken, ob ich jetzt einen frischen Motor drin habe. Keine Ahnung.
Ah, das sehen wir natürlich hier nicht. Warum auch? Das sehe ich ja erst, wenn ich im Rennen bin. Okay, so everything looks good on the power unit cycles. So let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Ja, wieso soll ich das auch hier schon sehen? Einfach Spiel echt. So, die beiden Racing Bulls sind auf den harten. Der Rest fährt alle Medium, okay. Ja, wie gesagt, also unter einer 80er KI haben wir noch fast die Pole Position geholt in Melbourne gestern. Und unter einer 85er KI Q1 aus in Japan. Auch wenn ich nicht wusste, wo wir zu langsam gewesen sein sollen, weil ich hab halt gepusht. Und die Curbs konnte ich halt nicht anders mitnehmen, ne? Weil du die halt gar nicht mitnehmen darfst. Ach ja, gucken wir mal. Kann jetzt nur Chaos geben in Kurve 1. Schauen wir mal, normalerweise haben wir natürlich unsere drei Joker. Das ist in der ersten Season in dem Spiel immer so ein bisschen nur eine Regelung. Mehr oder weniger. Weil wir uns ja in der ersten Season immer erstmal ans Spiel gewöhnen, ans Feeling. Dann die Steuerung. Deswegen gucken wir mal. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht allzu viele Joker ziehen werden, weil wenn ich einen Abflug mache, dann einen richtigen und dann landen wir auch in der Wand. Deswegen, ich werde nicht viele Chancen haben, Joker zu ziehen. Ich muss nur gleich mal dran denken, zwischenzeitlich auf den Motor zu gucken, ob wir jetzt den frischen drin haben oder nicht. Was macht denn eine Mercedes da? Uiuiui, okay. Gut, wenn das Spiel mir jetzt nicht sagt, dass das illegal war, dann war das auch nicht illegal. Oh Gott. Normalerweise kommt das Spiel ja dann jetzt an mit hier so, aber nicht, junger Mann. Ich nehme das jetzt einfach mal. George hinter mir, den werden wir gleich vorbeilassen. Macht nicht viel Sinn, ihn aufzuhalten. Oh Gott. Okay, einfach mal durchgesetzt. Nice. Alter, what the fuck? So brauche ich Georgie natürlich nicht durchlassen. Alter. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja klar, wie viel Curb der mitnehmen darf. Das ist doch Schiebung.
Der Motor wurde aber angenommen, wir haben keine Strafe bekommen. Alles klar. Der nächste Wagen, den wir gefunden haben. Das ist aber ein neuer Bug, den hatte ich noch nie. Erstaunlicherweise. Ja, es gibt auch noch neue Bugs. Nicht nur Bugs, die sich durch alle Spiele gefühlt durchziehen. Alter. Okay, careful with the overtakes. That was a bit risky. We could have received a penalty. Na gut, hier werde ich halt überholt. Ich komme halt durch die letzte Kurve nicht schnell genug raus. Das ist halt so. Du hast kein DRS, wieso bist du so viel schneller als ich? Alter, wie viel Grip die in diesen Kurven haben, das ist so illegal. Kleines Stück Scheiße, Alter. Kannst du direkt, da kann ich schon lange. So, jetzt ist George hinter uns. Gut. Da werde ich mich nicht wehren. Das macht keinen Sinn. Der Alfa Romeo macht einen Abgang. Der Sauber. Okay, mate. We want to make sure we're saving some ERS. So let's try and charge it up now. Keine Zeit für. Aus unser Boxenstoppfenster kommt wieder dazwischen und das wäre schon ein bisschen früh dafür. Bei 56% könnten wir auch so zusammensammeln tatsächlich. Wir sind jetzt schon bei 49. Ricardo ist sogar auf den harten, Alter. Und ich habe ja solche Probleme mit dem, ey. Great
Sehr schön. Genau, rechtzeitig. Jetzt hat die E wieder gepusht. Schade, also leider schon ein DRS von George raus. Ich bin wieder reingefahren, das ist angenehm. Ricardo ist sich mittlerweile mit Tsunoda am Beefen. Dass wir es vielleicht irgendwie an George ziehen können. Weil er wahrscheinlich ein Ticken zu schnell dafür ist. Ja, ist er leider. Ja, aber damit werden wir doch gleich wieder in meinem Diffusor hängen. Boah, oh Gott. Wir holen dann langsam aber sicher wieder auf Gasly auf. Wir müssen, ich denke, bevor wir da sind, oder nur ansatzweise da sind wahrscheinlich, werden wir schon in den Boxenstopp reinkommen. So, Fenster ist 13 bis 16. Gut, Joker Nummer 1. Wieder komplett random. Aber wir können jetzt natürlich an den kaputten Reifen liegen. Wo die noch nicht kaputt sind. Ja,
aber wir rutschen. Jetzt werde ich halt bis zum Boxenstopp viel zu langsam sein. Wieder ab Runde 7, ne? Genau wie es auch, glaube ich, in Melbourne der Fall war. Dass wir auf dem Mediumsatz einfach absolut rumrutschen ab Runde 7. Ich habe meine Zettel wieder zwangsweise, weil ich abreißen lassen muss, und zwar komplett. Wir fahren die Box, wir verlieren viel zu viel Zeit. Wir verlieren viel zu viel Zeit. Heute mich überholen, fahre ich an die Box. Gott, das ist eine Scheiße schon wieder hier, ey, ehrlich. Auch schon geschätzte Stoppzeit 2,5 bis 2,5. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go.
tire condition still looking good. Ja, die sind ja auch frisch, du Idiot. Okay, mate, we've got some clear track around us now, so let's use it and make this next lap a quick one. Let's go. Box. Yeah, really good job on hitting that target, mate. Nice work. Still a long way to go, though. Dann werden wir wieder auf 13 sein, wenn die beiden Alpha Tauri reinfahren. Die sind auf Hard, heißt, sie fahren eh einen längeren Stint. Alexander's coming in. Stop now. Okay. Ach, der war schon wieder hinter mir. Hat Esteban angeflogen.
werden gleich wieder fighten müssen. Ich weiß, ob es da viel Gefeite gibt. Und der wahrscheinlich deutlich schneller ist. Oh, Max ist raus, Leute. Ja, da wird ja heute endlich mal wer anders das Rennen gewinnen. Okay, be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Green flag. Das ist für uns natürlich Mucki direkt. Aber mit den frischen Reifen, die werde ich auch nicht halten können. Jetzt ist mit dem DRS von dem Alpine. Selbst dafür glaube ich zu langsam durch die letzte Kurve bin, weil können wir halt nicht schneller, geht halt nicht. Nee. Ups. Okay. Nochmal durchgezogen. Wenn zwei sich streiten, ne? Lebensflur bringt mir überhaupt nichts, weil der immer noch deutlich schneller ist und gleich wieder mir vorbeigeht. Das ist natürlich vielleicht, die fangen jetzt an, sich hinter mir zu kloppen. In Runden sind es noch.
natürlich hat Yuki da zurückgezuckt. Weil er weiß, dass die beide mich dann jetzt angreifen können, Alter. Wenn er reingegangen wäre, hätten wir jetzt erstmal Abstand gehabt. So werde ich jetzt erstmal wieder überholt. Von beiden wahrscheinlich. Ach, das war eine Verschwörung hier. Da. Okay, mate, Tsunoda ahead. We can't let them hold us up for too long, so let's try and get past as soon as possible and crack on. Push, push. War viel zu langsam. Okay, really, really good. You hit that target nicely. There's a long way to go in this race, so let's keep it clean. Ja, aber hier komme ich wie immer zu schlecht raus. Das geht einfach wieder mir vorbei. Das ist halt, ich kann die halt nicht, die Kurve. Wenn ich dann versuche, schneller zu fahren, schmeißt mir die Karre durch die Gegend. Das ist halt so. Geht nicht schneller. Schiss ist natürlich, dadurch kommt jetzt gleich Daniel auch noch und gegen den habe ich halt auch keine Schnecke mehr. Ich hinterfahre es nicht mehr, ehrlich. So, Runde Nummer 2. Erstaunlicherweise sind wir erst 2 losgeworden. Okay, dann gehe ich halt anscheinend geradeaus. Right, you've been pushing your luck on track limits too much and we've been given a 3-second penalty. Ja. Weil ich die eh jetzt alle vorbeilassen muss, weißt du? Ja, damit fahren wir auch hinter Alex zurück und sind am Ende wieder genau da, wo wir angefangen haben. Es ist halt Japan, was habe ich erwartet, ne? Sind wir ehrlich. Ich habe halt nichts anderes erwartet. Ist halt so.
da war das Internet wieder weg. Ja, hat ja fast 2 Stunden gehalten, ne? Ich weiß mal gerade, ob ich irgendeine Fehlermeldung finde. Irgendwo was finde. Üblich Fehlermeldung oder so von gerade. Aber gestern war es ja auch einfach nur die, dass sie sich neu gestartet hat oder so. Keine Ahnung. Die lädt gar nichts. Nur 33. Anmeldung an der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ja, ne, an der Benutzeroberfläche ist ja egal. Es steht nichts. Es ist einfach so einfach reingeschissen. Steht sonst nichts, wieso da gerade ein Ausfall war. Das war nämlich kein Ausfall. Das lag einfach wieder an Twitch. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das mein Internet oder Twitch ist. Nee, okay. An meinem Internet liegt's nicht. Es liegt nicht am Internet. Ich habe gerade während dem Absturz habe ich gerade den Online-Monitor und ich bin hier dauerhaft den Online-Monitor beobachtet. Ich bin dauerhaft online, dauerhaft verbunden. Also wenn es abkackt, liegt es nicht an meinem Internet. Ja, dann ist es eine Störung bei Twitch, ganz einfach. Ja, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es nicht an meinem Internet liegt. Weiß ich nicht. Kotzt an. Echt. Kotzt einfach nur noch an. Heute ist schon wieder ganz schrecklich. Heute ist schon wieder ganz, ganz schrecklich, echt. Na komm, versuchen wir irgendwie das Rennen auf zu Ende zu bringen und nicht.
Sind wir wieder da? Ja, das Internet ist in den letzten 5 Minuten dreimal abgekackt. Es ist ja nicht das Internet, es sieht hier an Twitch. Ist mir jetzt scheißegal. Ich fahre jetzt einfach zu Ende, ob man das jetzt im Stream sieht oder nicht. Es interessiert mich nicht. Twitch hat keinen Bock, heute zu funktionieren. Dann auch nicht. Dann sind wir gleich offline, dann war das. Ich habe mittlerweile die Nerven so weit von dicke. Ich habe keinen Bock mehr, ganz einfach. Ich habe keine Stream-Vorschau. Ich sehe keinen Chat gerade, weil der andauernd abraucht ja auch. Ist mir jetzt egal. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Habe ich keine Nerven mehr für. Sag ich, wie es ist, ganz ehrlich. Ich werde das auch nicht irgendwie schneiden, weil die Mühe will ich mir nicht mehr machen. Das macht halt einfach keinen Sinn. Und durch die 3 Sekunden Strafe bringt es bald überhaupt nichts zu fighten, so, ne, streng genommen. Das Problem ist halt nur, dass der mich halt zu sehr auffällt, wenn wir die ganze Zeit hinter dem hinterkleben, so. Dann verlieren wir im Endeffekt noch einen Platz. Aber vorne kann ich nicht bleiben, weil dafür sind wir zu langsam.
ganz einfach nein. Wäre eh hinter den gefallen. Und Sergio Perez überquert die Ziellinie und holt sich den Sieg. Ein großartiger Sieg, Sascha, aber es steckt auch noch mehr dahinter. Das war heute ein Heimspiel für den Hersteller der Triebwerke. Das bedeutet eine Menge für das ganze Team. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Nee, ich verstehe es nicht. Ich habe auch einfach keinen. Das wird erstmal wieder das letzte Mal Stream gewesen sein für eine sehr, sehr lange Zeit, solange es nicht funktioniert. Nee, ich sehe das nicht ein, ich habe da keinen Bock mehr. Deswegen kann ich jetzt wieder das komplette Video downloaden und die ganze Nacht über hochladen. Weißt du, deswegen. Weil es jetzt schon wieder meinte, reinzukacken am laufenden Band. Da krieg ich die Krise bei, ehrlich. Da krieg ich die komplette Krise bei.